Welcome back bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Wir werden wieder die Unidad verdreschen heute. Wie jedes Mal. Oder verdroschen werden, je nachdem. So, schauen wir mal. Wir haben hier viel zu tun. Das ist ein neues Gebiet. Hier ist El Gado. Der gute alte El Gado, der alte Sockensultan. Und ich würde sagen, wenn ich schon mal hier bin, dann könnte ich ja die Stadt machen. Also, das erste Mal Zettelchen. Wo ist das? 300 Meter. Da kann man ja wirklich zu Fuß latschen. Buen día, compatriotas. Vaya con Dias oder wie auch immer. Oh, Kühe. Mm, mein Schnitzel läuft da rum. Oh, da kriege ich Hunger, ey. Obwohl ich gerade gegessen habe. Feinde, passt auf. Also die Grafik ist echt beeindruckend. Das sind Kartellsoldaten, die eine Art Klinik bewachen. Seit wann kümmern die sich um kranke Leute? Scheiße, genau da muss ich rein, glaube ich. Dort bepacken sie vermutlich ihre Drogenkuriere. Wir fragen erstmal Bowman, ob sie Infos über die Anlage hat. Übertragen feindliche Positionen. Und hier sind viele Feinde. Ah, das kriegen wir schon hin. Ein bisschen. Ich gehe in Position. Dezimieren genau, hier. Wir haben einen Ort aufgeklärt, an dem das Kartell Einheimische zu Drogenkurieren macht. Wir wissen schon länger, dass El Gato Drogenkuriere in Remanzo anheuert. Er hat eine Handvoll Ärzte, die den Eingriff vornehmen. Sie implantieren Kokainballons an verschiedenen Stellen im Körper. Bisher konnten wir den Ort nur schwer finden, da sie ihn alle paar Monate wechseln. Wie gehen wir vor? Wenn wir sie angreifen, verlagern sie doch sofort ihren Standort. Nicht, wenn sie die Ärzte ausschalten. Ernsthaft? Wir reden hier nicht von der Heilsarmee. Die nehmen verzweifelte Menschen und lassen sie 3 bis 5 Kilo Kokain schlucken. Manchmal schneiden sie sie auch auf, um noch mehr zu verstecken. Vertrauen Sie mir. Sie retten Leben, wenn Sie diese kranken Wichser umlegen. Verstanden. Wir kümmern uns drum. So, die haben mich eh schon entdeckt, glaube ich. Also zumindest eine Leiche. Das heißt, ich kann da ruhig ein bisschen Rampse-Zampse machen. Die Rebellen, damit sie ablenken. Alles klar, Jack. Ein Team ist schon unterwegs. In ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Die Rebellen um Mörserfeuer. Ich darf Vogel aufpassen. Habe ich verstanden. Sperrfeuer ist unterwegs. So, dann gehen wir es mal an. Ich muss zu diesem Zettel da. Oder ist es mir egal los? Wir nähern uns dem Ziel. Bereit machen. An diesem Scheißort machen die chirurgische Eingriffe? Echt? Die Patienten sind den Ärzten scheißegal. Ihre einzige Sorge gilt dem Transport des Produkts. Bereiten wir ihnen andere Sorgen. Das ist eine Versuch Hauptmission hier, aber die will ich jetzt noch gar nicht machen, ehrlich gesagt. Verstanden. Ein Kampftrupp ist gleich da. Komm jetzt zum Fenster, Luf. Es gibt... Scheiße, gegenseitig abgeballert, glaube ich. Ja, das ist schon eine Hauptmission hier, aber wie gesagt, ich werde da jetzt nur diesen Zettel vorerst einmal holen. Aber schauen wir mal, was ist denn das für eine Mission? Töten Sie Santos Blanke Erste. Ja, ich sag mal so, wenn wir hier sind, scheiß drauf, machen wir die Hauptaufgabe. Das Kartell Drogenkuriere präpariert. Kein Problem. Dieser Scheiß muss aufhören. Gehen Sie zur Klinik, finden Sie die sogenannten Ärzte und schalten Sie sie aus. Wenn das jetzt eine Mission ist, hätte man vielleicht doch leise rein sollen, aber ist egal. Wow, 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 wow. Who the fuck? Was ist denn der? Die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Meinen? Hat da. Ich seh diesen Pisser. Hab noch einen Tango. Er ist so blöd hinterm Baum. Ach, scheiß drauf. Es geht auch anders. Können wir den auch markieren? Jo, läuft. Können wir auch markieren und dann haben wir's. Mach dir die beiden da bitte, danke. Zumindest einen von beiden. Der ist weg. So, dann gehen wir mal zum Arzt in den Arsch treten. Oh, da liegt schon eine Leiche. Das ist aber ein Rebell oder ein Ziv... Ne, ein Rebell ist das. Mehr der Pisser. Backst du rum? Ja, der backt. Die Ärzte sind tot. Wie er abhauen wollte. Wie er abhauen wollte. Haben wir ein Biogefahrschild an die Tür und rücken ab. Busy, busy, cheesy. Aber da ist noch eine geile Info. Die schnappt man sich natürlich auch.
Info, hallo? Wer will dem Kartell eins auswischen und ein Versorgungsheli für die Rebellen kapern? Dadurch gewinnen wir doppelt. Erste Hilfe ist hier. Sehr schön. Sehr schön. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen erkaufen. Geht's denn da raus? Hallo Rebellos. Ja, es hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss man sagen. So schlecht war das gar nicht. Ich wäre zwar lieber leise rein, aber naja. Kann nicht alles haben. So, dann ist irgendwo Nachschub. Nachschub, Nachschub. Dankeschön. Nachschub, Nachschub, Nachschub. So. Abkürzung. Dann gehen wir Zettelchen holen. Sicher oben wieder. Also das hat erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Es war nämlich nicht so wenig bewacht. Man merkt schon die Upgrades da, die ich habe. Dass die Rebellen stärker sind und so weiter. Was haben wir denn hier? Einen Zeitungsausschnitt. Okay, so, dann könnte man ein Thema Upgrade. Da könnte man eigentlich einmal die Sau rauslassen wieder. Was haben wir denn hier alles? Das brauche ich nicht. Bei der Drohne. Panzerung. Ja, das wäre vielleicht jetzt nicht das Verkehrteste. Kann ich das nochmal? Jawohl. Oder? Nee, scheiße, da brauche ich Futter. So, hier haben wir eh schon alles. Objekte. Wieder brauche ich nicht. Das benutze ich ja nicht. Was ich nicht benutze, bringt es ja nicht. Eine Blendgranate mehr, das könnte man brauchen. Was haben wir nur? Waffe. Zieltor. Ja, kann man machen. Skillen ein bisschen. So viele Punkte. Ja, die Punkte müssen raus. Explosionswiderstand. Jo, das ist auf jeden Fall geil. So, Ende im Gelände. Das war's. Ablenkungsköder können wir jetzt nur machen. So, haben wir nur Kohle eventuell für ein Gewehr hier ein bisschen upgraden? Ne, haben wir nicht. Shit, aber egal. So. Also, läuft, läuft, läuft. Läuft sogar sehr gut. Läuft sogar verdächtig gut. So, was gibt's hier sonst noch? Ja, da runter müssen wir. Da haben wir nur eine Info. Warte mal, wo ist das? Da. Nettes Dorf hier. So ein richtig geiles Kaff. Großes Dorf. Stadt kann man schon sagen. Ja, mit Sicherheit eine Stadt. Hier könnten Informationen sein. Ja, ja, ich arbeite dran. Beziehungsweise. Hab da was entdeckt. Die Retour. Da haben wir auch noch was. Wenn es schon da liegt, kann man es auch mitnehmen, ne? Oh, das läuft, Stai, das läuft. Jetzt geht's den Rebellen gut, wenn der Papa da ist. So, da ist meine Info da irgendwo. Oben mir. Hallo, Jungs. Nochmal oben, oder was? Geht's denn da rauf? Irgendwo muss er noch raufgehen. Da. Einen Leppi. Dann gehen wir mal hackeln. Hacken, hacken, hacken. So, 1A. Das haut hin. So, was haben wir jetzt noch? Zettel und nochmal das. Okay, also das heißt rechts. Rechts, rechts, rechts. Wie kommen wir da runter? Abgezockt. Na, no, wer schreit denn da so? Beherrscht euch. Rechts ist der Zettel. Dann nehme ich jetzt vorher den Zettel. Ja, ich nenne das immer Zettel. Es ist ja eigentlich eine Missions... Info. Und das Story halt. Storyfetzen kann man sagen. Was war das jetzt? Was ist denn das? Kartoffelpflanze. Oh, ich habe eine Kartoffelpflanze gefunden. I'm the boss. Ja, lustig wird's wieder, wenn ich Auto fahre. Ich weiß. Aber ich muss eh früher oder später aus dem Dorf da raus. Genauer gesagt, jetzt bin ich gleich fertig. So. Hallo, du hast Infos, habe ich gehört. Jo. Hola, amigo. Hola. Haben Sie was über das Kartell gehört?
Wo die sich rumtreiben oder so? Gracias. Viel Glück. So, Infos haben wir. Oh. Oh, meine Nase. Nee, das ist woanders. Da haben wir noch was. Das wurde erst jetzt aufgedeckt. Okay, dann nehme ich den gerade aus noch. Da ist nämlich noch eine Info. Also, ich komme da lebend runter. Es geht. Hm, wo ist denn die Info? Das musst du. Ah, rechts von mir, okay. Ich bin falsch gelaufen. Hola, hola! Geh mal weg da! Hey, hallo, du bist im Eingang, du. Und wo ist denn das jetzt? Jetzt ist es wieder da unten. Ach so, der fährt wahrscheinlich in dem Auto. Ich renne dem Trottel nach. Oh Mann, oh Mann. Ja, ja, hola, hola, hola. So, die Waffenkiste da oben und fertig. Dann habe ich das Dorf oder die Stadt hinter mir. Ah, ja, 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 klar. Warte nur. Warte nur. So, also, ich muss sagen, das M4, was ich habe, ist eh die beste Waffe. Das ist richtig nice zum, das ist leise, es macht Damage, es hat alle, eigentlich alles, was man braucht. Ich sehe eine Waffenkiste. Keine hohe Schussfrequenz, aber ich mache sowieso Stoßschüsse, weil da trifft man besser. Den braucht niemand mehr. Die Waffenkiste ist oben, wie komme ich da rauf? Komm mal da rauf. Ah, läuft. So, rück raus da, die Waffenkiste. Geil, was kann ich gut gebrauchen? Skorpion, kompaktes MG, Hammer. Ja, so, jetzt habe ich aber die Stadt, glaube ich, fertig, oder? Ja. So, was könnte man machen? Wir könnten ein bisschen Action machen. Und zwar Benzin. Schauen wir mal, brauche ich Benzin? Ja, das brauche ich sogar. Geil, also, das Benzin gehört sozusagen mir. Jetzt wird's lustig, denn jetzt fahren wir. Gepanzertes Auto brauche ich nur dazu. Dankeschön. Bitte vor meine Nase nicht irgendwo hin. Oh, machen die das wirklich geil. Normal liefern sie es immer irgendwo hin. So, ich muss mal ein bisschen beeilen. Wie weit ist denn weg? Ich fahre. Oh, 400 Meter, das geht. Bin drin, vorwärts. Hier ein bisschen am Friedhof. Da kann man das nicht umfahren. Holla, Dreo. Ey, die stecken im Stau. Wie geil ist das denn? Dann sind sie ja richtig geil zum Treffen. Die stecken im Stau, Leute. Ey, wie edel ist das denn? Jetzt habe ich eine blöde Idee. Wenn die im Stau steppen, dann mache ich es doch auf bequem. Bequem heißt... Boom, Digga! Der Konvoi wird von einem umgepanzerten Fahrzeug begleitet. Ich gehe in Position. Eine gute Position. Ja, die lassen wir einfach umlegen. Dann haben wir ein bisschen weniger Probleme und den Rest schnappen wir uns. Ah, das super funktioniert, sage ich mal. Komm, steig ein. Der Leutnant will abhauen. Die steigen aus, das ist noch besser. So, Jungs, ihr seid so dran. Boom macht's, wenn der Papa da ist. Alter, das war doch easy. Vielleicht ist es normalerweise nicht. Den kann man nur brauchen, der brennt nur ein bisschen. Schaut nur so schlimm aus, ist nicht so tragisch. Alles klar, sehen wir doch mal nach, was der Kannst du bitte ein bisschen weniger brennen, weil ich muss da ran. Na, hier ist heiß. So, den kann man nur nehmen. Lustig, man kann den immer wieder abgeben. Treibstofftruck ist doch ein schönes Geschenk für die Rebellen. Jo, easy, easy, cheesy. Ach, gib mir nicht am Sack da hinten. So, was haben wir denn noch? Der? Sonst habe ich nichts. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns diesen kleinen Ort hier. Da kann ich eine Mission freischalten. Und ab geht's. So. Das ist ein kleineres Dorf. Aber da will ich jetzt wirklich leise rein. Ich glaube, da steht ein Sniper.
So. Pack mal die Karre mal hier. Die kann ich nachher ja noch nehmen. So, schön verstecken und dann mal ein bisschen spechteln, was hier so gibt. Oh, so klein ist es aber auch nicht. Hallo, guten Morgen. Je länger sie dort drüben suchen, desto besser für uns. Die Rebellen gebieten, die Gegend aufzuklären. Geh in Position. Sniper müssen mal weg. Ziel markiert. Ziel erfasst. Kann das Ziel nicht mehr in Position gehen. Ich kann das Ziel nicht sehen. Ihr werdet um einen blöden Sniper in den Turm treffen. Okay, Ziel markiert. Ja, den zwei auch bitte. Danke. Muss man das selber machen? Muss da Papa wieder ran? Den kriege ich nicht, den zwei. Ich glaube, der ist zu weit weg. Egal. Suche eine gute Position. Ja, jetzt geht er vor. Das ist scheiße. Die dürfen das ja nicht. Nehmen wir den. So, weg mit dem Gesindel. Und Attacke. Los geht's. Hier habe ich nicht gescannt, da könnte einer sein. Da muss ich mir ein bisschen zusammenreißen. Oh, scheiße. Echt jetzt? Wow! Von hinten? Ey, ihr seid doch Ferkel. Irgendwie hat man jetzt von hinten eine geklatscht. Oh ja, ein Auto fährt wieder, ey. Mein Pech. Fährt er mir wieder um, der Arsch. Das ist die Karre da, Kalle. Oh, jetzt habe ich Alarm. Egal. Wir machen das jetzt auf brutal. Hab die Rebellen um Verstärkung gebeten. Ich rufe die Rebellen zur Ablenkung. Hab ein paar Katari wegen Mörserfeuer angerufen. Scheiße! Shit. Brex-Heli. Hörst du mich? Ich bin gleich da. Da darfst du nicht daneben schießen, das ist ziemlich schwierig zu treffen, aber es geht eigentlich. So, wenn man daneben schießt, ist halt blöd. Boah, was war denn das für ein Geräusch hier? Granate, Vorsicht! Wie Granate? Sag mir lieber, wo der Heli ist. Der Heli ist... Oh, wow, 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 wow! Geht's noch? Kannst du woanders landen? Halleluja! Fliegt mal der... Ich geh hier weg, hey. Der explodiert gleich. Hallo Rebellions. Ihr helft mir da, oder? Alles ist gut. Ja, alles ist gut. Die Rebellen sind schon ziemlich stark. Die habe ich gut geskillt. So, und hier ist mein Auftrag. Den werden wir annehmen. Mal annehmen zumindest. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.